Tschüss. Ja, wir übertreiben voll, Alter. Wir übertreiben voll. Deckenlampe. Irgendeine schöne. Vielleicht so Spots. Mini-Halogenlampe. Gibt's auch Badezimmerlampen irgendwie spezielle? Lampen im Allgemeinen. Wie wär's mit Wandlampen? Gibt's Wandlampen? Da sind Wandlampen. Warte. Muss ich kurz kratzen. Wandlampe. Fürs Bad. Doppelte Wandlampe fürs Bad. In Stahl und Weiß. Dunkler Stahl. Creme, nö. Himmelblau, nö. In Schwarz, bitte. Muss genau passen. Ich hätte vorher noch einen Spiegel anbauen wollen, ne? Ein Badezimmerspiegel wäre nämlich schön. Dann suchen wir mal. Spiegel. Spitzengenuss. Ach, das ist eine Farbe. Und ein Spiegel haben wir hier. Rahmen. So. Zack. Und zack. Das ist doch schön. Gibt's ja. Ach so, gibt's Türen? Türen. Küchenschrank. Aber es gibt nur Eingangstüren. Anscheinend. Das ist ja dämlich. So, die sind schon. Okay, und wie kriege ich jetzt eine Tür hier rein? Einfach eine stinknormale Tür. Gibt es hier Türen? Türen. Ah, okay. Außentür, Eingangstüren, hier, Innentür. Schiebetür, okay, auch geil. Innentür, Veru. Weiß oder schwarz? Ich würde mal sagen schwarz, oder? So. Brauchen wir noch irgendwas fürs Badezimmer? Licht ist da, Dusche ist da, Klo ist da, Waschbecken ist da, Fenster, vielleicht eine Jalousie, ne? Das wäre vielleicht auch noch ganz interessant. Wo waren die denn jetzt? Hier, Vorhänge und Jalousien. Geschlossene Jalousie zum Einbauen. Hier, die, zack. Wo ist das Ding? Ach, da. So. Zack. Und zack, weil dann muss ich jetzt nicht jeder beim Pinkeln zugucken. Neue Fähigkeiten verfügbar. Geil. So, damit wäre das Badezimmer fertig. Tür zu und erstmal den Dreck wegmachen. Guck dir mal den Kühlschrank an, Alter. Geht überhaupt noch sauber? Nee, ne? Der ist auch nichts mehr wert. Hier müssen wir auf alle Fälle Wände streichen. Was mit der Schublade? Geht die auch zu? Nee. Ist das doch was wert? Das ist auch nichts mehr wert. Das ist noch was wert. Das ist nichts mehr wert. Das ist auch nichts mehr wert. Der ist noch gut. Der muss weg. Der muss auch weg. Das ist was wert. Die Lampen machen wir auch weg. Da machen wir was anderes hin. Ansonsten ist hier nur noch Dreck. Ich weiß gar nicht, ob sich das Putzen überhaupt lohnt, weil so wie die Kacheln hier aussehen, würde ich hier auch eher einen neuen Boden reinschmeißen.
So viel Dreck kann man gar nicht wegmachen. Das noch. Das noch. Aber eine schöne, schöne Küche. Endlich das eigene Haus. Wenn der Jose ist, dann wird das verkauft. Hoffentlich, das lohnt sich auch. So, hier ist irgendwo auch noch Dreck. Und hier. Und das war das. So, Fenster sauber machen. Muss gleich mal gucken. Hallo? Der ruckelt immer mehr. Ist ja schlimm. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Gibt es Fenster? Fenster, Fenster, Fenster. Türen habe ich gesehen. Ist das hier jetzt eigentlich alphabetisch geordnet? Ja, ne? Ich sehe nämlich keine Fenster. Ach, habe ich ja gerade schon mal geguckt. Gibt's ja gar nicht. Bin ich doof. So, pass auf. Wir gucken jetzt mal Verbesserung. Goldenes Hähnchen. Hier. Das nehmen wir. Wir müssen noch ganz dringend irgendwelche Wände einreißen. So, hier ist aber schon mal soweit so sauber. Gedrückt halten, Gegenstände transportieren. Ja, ja. Huch, das war die Flashlight. Das war die Türöffnung. Türöffnungszeremonie. So, pass auf. Neue Fliesen brauchen wir hier auf jeden Fall. Rein theoretisch. Das hier ist der Originalgrundriss. Wir haben hier Schlafzimmer. Hier ist der Eingangsbereich mit dem Flur, Küche und Bad. Hier kannst du definitiv kein Wohnzimmer draus machen. Also es gibt so gesehen kein Wohnzimmer. Also man zieht hier noch eine Wand, man könnte auch hier noch eine Wand hochziehen. Aber man kann ja nicht bestimmen, wo das Scheißhaus ist, ne? Irgendwie. Man macht hier einen kleinen Flur. Und hier eine Tür. Oder man erweitert den Raum hier zum Küche-Wohnzimmer, ne? Da man quasi hier die Wand wegwuppt. Würde ich glatt machen wollen. Verstehst du, dass ich hier auch noch ein Wohnzimmer mit einbaue, weil hier gibt es kein Wohnzimmer. Das ist doof. So ohne Wohnzimmer. Was für ein Dreck. Ja, ich mach dir noch gerade weg, Junge. Entspann dich doch mal. Immer schön geschmeidig durch die Hose atmen. Dann gibt es hier zumindest noch ein Wohnzimmer. Also quasi eine Wohnküche. Machen wir dann hier draus einfach. Eine Wohnküche ist doch eine geile Idee, oder? So, da ist irgendwo draußen noch Dreck. Oder hier? Nee, hier. Und hier ist auch noch Dreck. Da ist noch Dreck. Und hier ist auch noch Dreck. Da ist noch Dreck. Alter, den siehst du echt kaum. Der ist so gut versteckt. Wie ist hier noch ein Fetter? Ich gucke erstmal, dass ich alles an Dreck wegmache, würde ich sagen. Wir machen erstmal eine Grundreinigung und dann gucken wir, dass wir ein paar neue Dinge einbauen. Würde ich sagen. Klingt nach einem Plan, oder? So, so. Alles weg, alles weg, alles weg. Und wie der Rest scheint außen zu sein. An Dreck. Irgendwie geht hier noch ein fetter Schmierer lang.
Irgendwo hier. Ach, die Tür ist der Schmierfleck. Tschüss. So, jetzt gehen wir mal ganz schnell draußen noch einmal lang. Hier ist auch die Tür der Schmierfleck. Da oben. Das ist weg und dann hier. Hier die ganze Außenwand. Gar nicht gesehen unter dem ganzen ollen Gestrüpp. Obwohl ich da einmal lang gewienert bin. Ist aber trotzdem noch da. Sauberkeit, das mag ich. Ist glaube ich nur blitzblank. Und da ist auch noch was. Muss weg. So, damit müsste jetzt das ganze Haus eigentlich sauber sein, zumindest. Ich laufe mal schnell so außen rum. Warum wird die Tür eigentlich nicht als Tür angezeigt? Ist auch egal. Wir machen sie erstmal weg. Weil wir haben gerade gelernt, Türen sind alle on. Aber es ist rundum sauber. So lobe ich mir das. So, wir brauchen erstmal keine Türen. Hier, die kann auch weg. Tschüss. So, und dann würde ich wirklich die Wand hier weiter rausziehen, dass du hier einen kleinen Flur hast und dann hier eine Wohnküche. Das heißt, wir packen erstmal den fetten Hammer aus, klatschen hier die Wände weg. Tschüss. Alles weg, was keine Miete zahlt, wa? Dann machen wir hier eine Wohnküche draus. Das ist nämlich viel geiler. Huch, daneben gehauen. Also wir wemsen hier gleich keine tragende Wand weg. Das wäre fatal. So, und dann ziehen wir einfach die Wand hier lang. Hoffe ich zumindest, dass das geht. Oh, das passt genau gar nicht zu der Heizung. Also anscheinend, die Heizungen scheinen vorgegeben zu sein. Das ist ein bisschen doof. Außer wir ziehen den hier um die Ecke. Ja, das wäre doch genial. Dann kommst du hier rein und hast hier eine Tür. Was ist das denn? Hau ab. Und hast dann hier quasi die Tür und kommst dann hier in den Wohn- und Essbereich. Das klingt doch nach einem Plan. Und hier ist dann halt das Schlafzimmer. Sprich, wir müssten einmal die Wand hier lang ziehen. Und zwar würde ich sagen, wir gehen aber hier hin, oder? Passt das denn? Wegen dem Lichtschalter. Obwohl, den können wir auch auf die andere Seite machen, ne? Sorry. Warte mal, kann ich die verkaufen? Nö. Nochmal weg. Dann mit dem Lichtschalter weg. Und dann wemsen wir hier eine Wand hin. Da hin. So. Wie breit müssen die Türen sein? 1, 2, 3, 4. Okay, 4 breit. 1, 2, 3, 4. 4, dann machen wir hier. Zack. 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 Und dann muss hier noch einer ran. So, dann bauen wir einen Sturz. Zack. 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 Und hier noch einen.
So, dann haben wir nämlich eine schöne Wohnküche. Die Lampe muss weg. Und dann kommst du nämlich schön hier durch. Und hast sogar noch ein rein theoretisch, wobei nur ein Hintereingang, um in die Wohnküche zu kommen, und der Vordereingang dann nur für Schlafzimmer ist auch doof, ne? Weil direkt von der Tür ins Wohnzimmer reinstolpern ist auch scheiße. Finde ich nicht geil. Hast hier noch einen kleinen Flur. Wie ist das hier eigentlich so abgesetzt? Ach, weil das Badezimmer einen weiter reingeht, ne? Ja, sehe ich gerade. Könnte man rein theoretisch auch ändern und das Badezimmer einen weiter rausholen. Kann man denn irgendwie Sanitäranlagen? Kaufen, dass man selber entscheiden kann, wo was hängt. Anschluss vielleicht. Das gibt's hier nicht alles. Ja, offene Küche ist geil, ne? So offener Koch-Wohnbereich ist eigentlich ganz geil. Das ist unter Armaturen? Nö. Kann man das irgendwie selber entscheiden, wie man das haben will? Also wo man jetzt, sag ich mal, eine Heizung hinwämst? Nee, ne? Sonstiges. Bücher, Aufbewahrungsboxen. Schneidebrett. Eine Willkommenmatte. Ein Tresor, Messerstände, okay. Also wir müssen die Dinge auch noch einrichten. Wandlampen, TV, HiFi. Okay, kann man anscheinend nicht selber bestimmen. Sondern das ist alles fest. So, dann haben wir hier einen Versatz drin, das ist aber okay. Das ist dann das Schlafzimmer. So, und dann Küchenwohnbereich. Was stimmt mit der Wand denn nicht? Wieso ist die nicht gestrichen? Hau ab, Wand! Komisch, Wand. So, pass auf. Jetzt müssen wir wieder gucken. Der Platz. Also hier kann kein Sofa hin. Hier könnte man einen Fernseher hinstellen. Und das Fenster. Hallo? Ach, dieser Wischer hier. Wie ruckelt der immer? Da wird ja immer schlimmer mit dem Ruckeln hier. Was ist denn los mit dem Ding? Machen wir einfach Fenster sauber. Steuerung. Vor allem, wie viele Fenster kann man denn haben? Gar nicht übertrieben oder so, ne? Dann müssen wir noch alle Wände streichen. Was für eine Farbe wollen wir die Wände streichen? Wollen wir die weiß lassen oder? Wie wollen wir die machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin eher so der Typ, weiße Wände ist immer super. Dann kann jeder hinterher selber entscheiden, wie er das haben will. Kann man jetzt schon irgendwie sehen, wer was mag? Käufer. Keine Informationen. Wer ist denn da überhaupt so? Der Blonde, der Pinke. Ja, nö. Ne, keine Infos. Schade, gut. Dann könnte man hier auf alle Fälle machen wir erstmal eine Heizung hin. Dann haben wir das schon mal. Zack. Aber gibt es eigentlich auch noch schönere Heizung? Nee, ne? Einbauklimaanlage könnte man auch noch machen. Klimatisiert, das wäre auch geil. Ich habe aber keine Ahnung, wo kommt das Ding denn hin? Wo kommt denn so eine Einbauklimaanlage hin? Offensichtlich irgendwo auf dem Boden. Oder in ein Loch in der Wand oder was? Montiert man sowas?
Gibt es da Infos zu? Einbauklimalage? Nö. Das hier sieht übrigens immer noch große Herdplatte. Das ist doch auch eine Heizung, oder nicht? Klar. Das ist eine große Heizung. Das kann man halt auch nicht überall anbringen, ne? Wie man sieht. Hm. Aber wie bringt man denn so eine Klimaanlage an? Braucht man dafür irgendwie eine Vorrüstung? Das ist ja so ein Kasten. Kommt doch normalerweise an irgendein Fenster, oder nicht? Kann ich das öffnen? Auch nicht. Und dann brauche ich dafür ein Loch in der Wand. Kann ich das noch nicht? Bin ich zu blöd? Wie funktioniert das Gerät? Ich weiß es nicht. Ich baue jetzt mal die Heizung hier hin. Das kann ich auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie man die Klimaanlage montiert. Lernen wir eventuell noch in einem der Aufträge. Vermute ich mal. Man muss ja nicht gleich übertreiben beim ersten Haus, das man kauft, ne? Und dann verkauft. Klar, die Leute sollen es hier schön haben, aber man muss es halt nicht übertreiben. Guck mal hier. Müsste auch noch eine Heizung hin. Da habe ich auch gar keine Wahl. Zack. Hier geht es hin auf die Terrasse rauf. Also da muss auf alle Fälle eine Tür rein. Hier könnte man, rein theoretisch kann man hier, irgendein Fenster kann man hier wegmachen, oder? Ich meine, nach vorne rausgucken ist okay. Die beiden hier an der Seite sind okay, aber das Fenster hier, das kann auch weg, oder? Muss ich mit dem Hammer wegreißen, oder was? Wie kann ich... Ich will Fenster weg haben. Das sind Außenwände, ne? Die kann ich nicht abreißen. Naja, die sind extra dick. Aber kann ich denn nicht Fenster wegmachen? Wieso geht das nicht? Hau ab. Ah, Mann. Kann ich auch so nicht wegmachen? Schade. Schade, schade. So, guck mal, hier ist ein Fernseheranschluss. Das heißt, hier müsste rein theoretisch ein Fernseher hin. Aber ich würde den gerne hier hinstellen. Außer ich muss den natürlich anschließen. Das wäre blöd. Gut, ich würde sagen, warte, ich muss mir erstmal einig werden, bis wo die Küche denn jetzt genau gehen soll. Man könnte hier so eine Theke hinsetzen. Aber erstmal würde ich den Fußboden machen wollen. Sprich, wir müssen dann erstmal gucken... Fußbodenfliesen. Bodenfliesen. So, irgendwas Schönes. Für die Küche. Das hier. Viel Auswahl haben wir jetzt ja nicht, ne? Oder wie im normalen Boden. Laminat, Laminat, Laminat. Hier. Teppichboden, Fußbodenlaminat. Wie ist mit so einem schönen dunklen Palisander? Hä? Achso, hoch. Ach so geht das. Hier, so. Nochmal. Und dann würde ich sagen, geht die Küche. Eigentlich bis hier, ne? Wäre so optimal. Also würde ich sagen, wir ziehen den Bogen erstmal bis hier rein. So. Und das hier. Keine Ahnung, das ist eigentlich egal, oder? Hier kommt da eh eine Tür rein. Lass mich mal schnell gucken. Nach Türen. Eine Außentür. Eingangstür mit Türklopfer. Brauchen wir hinten eigentlich nicht, ne? Das ist eine ganz normale Außentür.
Ich würde hier gerne eine Schiebetür reinmachen, aber die sind so groß, ne? Hier, zack, schwarz. Linke Tür, Glas. Dafür müssten wir Außenwände einreißen. Geht also nicht, weil Außenwände können wir nicht einreißen. Das ist ein bisschen blöd. Dann können wir nur eine ganz normale Außentür nehmen. Hier, zack. Hallo? Hä? Ist sie zu breit? Was ist das denn? Ach, die kann ich hier hinbauen oder was? Aber hier nicht? Geht das nicht? Wieso geht das nicht? Wenn ich jetzt den nehme? Hä? Das hat doch beim Klo das auch geklappt. Wieso passt die denn hier jetzt nicht rein? Aha, muss ja so genau sein, oder was? Das ist ja dämlich. Das ist ja richtig dämlich. Erstmal richtig rum einbauen hier, so rum, ne? Schön, dass der Boden hier bis nach draußen geht. Das ist ja. Was ist das denn für ein Scheiß? Wie dämlich. Oh, es wird dunkel, sehe ich gerade. Man sieht, wo es mal war und da geht's hin. Das ist ja nicht so geil. Ich kann dies nicht draußen lassen. Ach, weil das draußen ist. Hä, aber das ist doch scheiße. Weil das sieht doch kacke aus. Das ist eine Außentür, Junge. Wo willst du die sonst hinbauen? Nach innen oder was? Wie dämlich. Wie dämlich. Weil jetzt guckt hier ein Stück Boden raus. Okay, merken fürs nächste Mal, die Außentüren nicht wegnehmen. Ganz dumme Idee. Ganz, ganz dumme Idee. So, krieg ich die denn hier rein? Zack, die dunkle. Die passt hier perfekt rein, oder was? Naja, nicht wirklich. Muss ich die so einbauen, damit die da besser reinpasst? Ja. Hier, die muss so rum rein, damit die abschließt. Das ist ja auch nur ein bisschen blöd. Und ich kann die, im Nachhinein kann ich die nicht mehr umsetzen, ne?
Das ist ja scheiße dämlich. Das hier ist die Außenseite von der Tür. Und wenn ich die umdrehe, würde die wahrscheinlich bündig mit dem Boden abschließen, ne? Dann kann ich die sogar hier hinbauen. Hier. Hier hin. Da. Wenn ich die so rum einbaue, dann würde die bündig abschließen. Das heißt dann aber, dann brauche ich keine scheiß Tür mit einem scheiß Türklopfer kaufen, sondern kaufe eine ganz normale Tür. Eine ganz normale Innentür. Ja, viel Spaß. Also so real life oder auch im Spiel. Ja, ist ja eigentlich auch egal. Auf jeden Fall viel Glück und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Yojimbo. Ingame. Ah, alles klar. Dann have fun, my friend. Have fun. 205. Also eine Außentür ist ja auch noch teurer, ne? Die kostet 300. Und passt nicht mal, dann können wir auch besser so einen nehmen. Oh, yeah. Ah, vielen Dank auch dafür. Vielleicht sehen wir uns ja auch beim nächsten Mal dann wieder. So, weil jetzt passt das hier nämlich besser mit der Tür. Dann ist das halt eine Außentür. So, jetzt brauchen wir hier nochmal Boden. Boden, Lamina, zack. Was hatten wir denn da? Das hier, ne? Müsste auch lang, ne? Ja. Ja, gut. Alles klar. Das passt. So, das heißt, dann bis hier geht die Küche. Dann brauchen wir... Wandfliesen. Wandfliesen sind immer gut für die Küche. Die Auswahl ist ein bisschen klein, wie ich finde. Aber ist okay, ist okay, ist okay. Wie wäre es denn damit? Die sehen doch gut aus. Wollen die mal nach aufzwirbeln? Ich sehe bald übrigens nichts mehr. Ich mach mal hier, ne? Zack. Schöne Küche. Zack. Kann sich übrigens nur noch einen Tag handeln. Also noch haben wir Geld. Wir machen bald mal wieder ein paar Aufträge, ne? Und dann renovieren wir hier später weiter. Ich muss sagen, bis jetzt, das Spiel macht doch Laune. Bis jetzt. Ich habe immer das Problem, bei Simulatoren habe ich immer, am Anfang sind die ganz geil. Wenn du dann aufhörst zu spielen, dann kannst du dich nicht mehr dazu aufraffen, weiter zu spielen. Also das ist zumindest mein Problem. Vielleicht wird das ja noch besser. Und das mit den Türen, das müssen die mal nachpatchen, das geht nicht. Vielleicht müssen wir mal irgendwie einen Bug-Report machen oder so. Das ist mit den Außentüren, das ist echt scheiße. Weil wenn es schon Außentüren gibt und dann kannst du die nur so platzieren, dass der Boden da rausguckt, das ist Kacke. Das ist einfach Kacke. Daran. Daran. Oh, schon alle. Daran. Kaufen wir mal zwei neue Pakete. Zack. Einmal. Und nochmal. Dann machen wir mal gleich weiter hier. Hier schön die große Fläche. Davon hätte ich gerne... Wir müssen gleich nochmal nach einem Skillpunkt gucken, ne? Ob wir nochmal was verwursten können. Und Licht wäre schön. Ich glaube, ich sollte hier bald mal Lampen einbauen. Weil jetzt wird es gerade dunkel. Und jetzt arbeiten wir hier mit der Taschenlampe quasi. Wie so richtige Handwerker, wa? Aber nützt ja nichts. Dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir dann das, den Wohnbereich hier gestalten wollen. Weil die Wände lassen wir auf alle Fälle nicht so. Die sehen nämlich aus wie Kraut und Rüben. Echt nicht geil. Und den Boden auf alle Fälle noch. Aber erstmal Küche. Dann Wohnbereich, Flur. Und dann ist nur noch das Schlafzimmer über.
Und dann können wir die ganze Hütte komplett verkaufen. Und dann schauen wir mal, wie viel wir dabei rausholen. Ich hoffe überhaupt irgendwas, weil wir haben jetzt hier echt viel Arbeit rein investiert. Und Material, weil das Ding ist ja eine komplette Bruchbude. Also hier ist ja nichts fertig irgendwie. Und das ist echt ungeil. So. Komm ich dran? Nein. Zack. Wir haben es auch gleich. Schön übrigens, dass man das auf alles so ein bisschen auf Schnelligkeit skillen kann. Dann macht das tatsächlich das Spiel auf Dauer dann angenehmer, als wenn du da 100 Jahre irgendwelche Fliesen an der Wand latschen musst. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, warte, zwei noch und dann gucken wir nochmal nach den Skill Points. Und dann haben wir gleich nur noch anderthalb Wände oder sowas. Nein, dahin. Zack. So, einmal in die Skillung bitte. Verhandeln ist egal. Hier haben wir auch nichts, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Wir haben nichts. Was? Vergipsung von Unebenheiten an den Wänden. Ich weiß gar nicht. Wir haben noch nie verputzt oder so, ne? Also vergipst. Ich weiß gar nicht, was das bringen soll. Müssen wir hier gipsen oder was? Ich kann mal einen Eimer Gips kaufen, dann können wir mal testen. Gips, zack. Kaufen. Und falls verkaufen wir den. Wenn er noch spachteln. Also ich sehe hier kein Loch in der Wand. Hier ist auch, glaube ich, keins, ne? Nicht so wirklich. Nö. Tschüss. Okay. Haben wir gar keinen Skillpunkt. Schade. Ich dachte, wir hätten einen. Habe ich mich getäuscht. Ich glaube, wir brauchen noch eine Palette davon. Ach, oh, die waren jetzt ja schon fertig. Geil. Wird aber wahrscheinlich trotzdem nicht wirklich reichen. Dinge sind mich gleich alle. Sieht aber bis jetzt ganz gut aus. Wir bauen uns quasi unser Traumhaus. Und machen aber trotzdem gleich eine kleine Pause. Ich weiß, ich sage das schon seit 2 Stunden oder so. Ich sage das wirklich schon seit 2 Stunden. Ja, siehst du, reicht genau gar nicht. Also, Wandfliesen. Ich hab mir jetzt die hier, ne? Ja. Zack. Für die zwei jetzt noch müssen wir extra nochmal ein neues Paket kaufen, ne? Auch geil. Ich lasse die aber erstmal hier stehen. Vielleicht brauchen wir sie ja nochmal. So, das wäre die Küche dann. Dann schmeißen wir dann erstmal einen Flur hier hin. Sieht ja schon mal ganz schön aus, ne? So, jetzt brauchen wir Lampen. Ein paar schöne Deckenlampen am besten. Deckenlampen. Irgendwas, was in die Küche passt. Ich habe nur ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung was. Das hier, Reflektorlampe, sieht doch gut aus. Wobei, das würde eher ins Wohnzimmer passen, ne? Rechteckige Deckenlampe. Tube, dreifache. Diese Strichlampe. Die wird auch gehen. Oder so ein Spot. Halogenlampe. Naja, nee, doch nicht. Also die Lampenauswahl ist echt ein bisschen mies, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Was mit der? Ich glaube, die geht, ne? Schwarzer Stahl. Schwarzen Schirm. Kaufen. Wieso kann ich die hier nicht platzieren?
Das kann nur auf der Decke auf. Das kann man nur auf der Decke auf. Ach, hier. Hä? Ach so, ich war zu weit weg. Er sagt das doch. Ich brauche irgendwie die Mitte. Die müsste hier so sein. Passt das? Ja, sieht gut aus. Und dann brauchen wir noch eine Lichtschalter. Ausstattung. Moderne Lichtschalter. Kaufen. So, und zwar, den kann man dann machen, wenn man hier reinkommt. Obwohl, ja, besser auf der anderen Seite, ne? Jetzt muss ich ihn natürlich wieder verkaufen. Tschüss. Man sollte sich vielleicht vorher überlegen, wo man was hinbaut, ne? So, und Schalter betätigen. Taschenlampe aus. Geiler Scheiß. Richtig geiler Scheiß. Warum kann ich die Steckdosen nicht neu machen? Ich habe doch... Habe ich moderne Steckdosen? Nee, ich habe irgendwie keine Steckdosen, ne? Das ist irgendwie blöd. Wieso geht das denn nicht? Das geht nur... Wenn man die... Irgendwie, wenn die old sind. Das ist aber doof. Das ist irgendwie kacke. Na gut, wir brauchen was für die Küche. Küche. Küchenset mit Herd-Hex. Alter, das Ding ist ja mega. Küchenset mit Spülbecken. Eigentlich brauchen wir so ein 0815 Ding, ne? Sollte aber schon was Schönes sein. Eckschrank. Oder wir nehmen erstmal den Herd hier raus. Auch. Bauen sie erstmal hier hin und dann gucken wir mal, wie wir uns das Ding hier einrichten. Am liebsten auch was Dunkles. Arbeitsplatte. Dunkle Buche. Nee. Hier, schwarzer Granit. Farbe. Okay. Grauer Marmor? Nee. Kein Schwarz hier, nur Grau. Ja, das geht auch. Spülbecken. Dunkel. Ah, okay. Das ist hier so ein Ding. Das könnte man... hier hinstellen. Für schön so eine Ecke, aber nee, das ist ungeeignet. Irgendwie sind hier auch gar keine Wasseranschlüsse. Warum eigentlich? Hier war vorher auch ein Spülbecken. Voll komisch. Oder eine, die ums Eck geht, könnte man auch machen. Guck mal, hier ist sogar ein Herd mit bei. Klassisch. Ne, klassisch finde ich so geil. Kücheninsel mit Herd. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Am besten irgendwas, was man ums Eck legen kann. Aber halt ums andere Eck, ne? Gibt es hier sowas wie eine Theke? Nö. Haushaltswaren. Gasherd. Einzelteile, Wasserkocher, Deckventilator, Wasserkocher 2, kleiner Wasserkocher, das ist kein Wasserkocher, das nennt sich Durchlauferhitzer, Freunde. Schränke und Schränkchen, Wickelkommode, ich kenne Durchreiche, irgendwie sowas Thekenmäßiges, für die Küche quasi so als Abtrennung, ne? So als Raumtrenner. So was hier. Haushaltswaren habe ich geguckt. Schreibtische, Sofas. Sonstiges. Gab es nur komische Bücher. Teppiche, Tische. Ja, oder einen Tisch kann man auch nehmen, ne? Dass man so ein bisschen essen kann. Ein Tisch wäre ja immer schon sinnvoll.
Beziehungsweise bei der Küche, das eine Ding, da war ja ein Tisch dran, ne? Kann man irgendwie entscheiden? Vorderseite Stahl, Arbeitsplatte, Granit, Griffe, Kupfer, nee. Alter, das Ding kostet 907. Ach, ich kann das ja selber hin. Alter, ist das groß. Mach mal eine Tür auf, Alter. Ich komme hier gar nicht raus. Okay. Stimmt, ich kann die ja selber drehen, ne? Das müsste dann quasi so sein, Alter. Aber das ist ein bisschen arg riesig, ne? Dumm. Wo sind denn die günstigen Sachen? Das wäre ungünstig. Der ist wahrscheinlich auch riesig. Mhm. Irgendwas Kleines, was ums Eck geht. Sollte auch nicht zu teuer sein. Das wäre schön. Gibt's aber gar nicht. Wir können hier Einzelteile noch kaufen. Eckschränke gibt's hier auch nicht. Schrank. Hier so ein komplettes Ding. Also das hier war schon gar nicht so verkehrt, ne? So eine Kücheninsel. Hier ist ja auch dann quasi ein Tisch mit bei. Zwei Leute sitzen können. Aber da ist halt da hinten so viel Platz noch. Das ist irgendwie doof. Also wir nehmen noch was von der Wand dann weg. Dass der quasi abdichtend da steht. Nur wie viel willst du da wegnehmen, Alter? Dann steht der hier mit rein. So irgendwie hier so. Beziehungsweise sollte dann ja hier so stehen, ne? Aber dann müssen wir da hinten so viel Wand wegnehmen. Also der passt hier nicht rein. Der passt hier beim besten Willen nicht rein, Freunde. Das geht überhaupt nicht. Oder doch eine Küche aus Einzelteilen, ne? Hier ist so ein Eckspülschrank. Den könnte man dann in die Ecke stellen. Schwarz und schwarz. Den jetzt hier hin. Aber dann fehlt es halt irgendwie an einem Sitzmöbel. Vielleicht sollte ich noch warten mit der Kücheneinrichtung. Und erstmal das Wohnzimmer machen. Dann würde ich erstmal hier den Herd hinstellen. Mit der Dunstabzugshaube. Warte, genau auf Kante. So. So, dann passt das schon mal. Die Herren da an der Seite haben sich auch schon lange nicht mehr geäußert, ne? Bis hier geht dann die Küche und dann kommt hier das Wohnzimmer. Wird auch schon wieder hell, wir sind schon wieder am Durchschuften hier. So, da müssen wir uns jetzt mal erstmal einen Boden überlegen. Schönen Boden, Laminat und Innenausstattung. Teppich finde ich doof. Fußbodenlaminat Kiefer ist ganz schön, so als, aber die ist so ein hell-dunkel Kontrast hier drin. Man hat dann eine klare Abtrennung, kann man machen. Ich nehme jetzt mal so einen kleinen Bereich.
Ah, guck, einmal sauber. Siehst du ja, der Boden muss definitiv neu. Ansonsten wird das hier nämlich nichts. Ach, warte mal, halt. Für den Flur brauchen wir, glaube ich, nichts, ne? Erstmal, dann nehmen wir nachher was anderes. Und hier kommt ja eigentlich noch eine Tür rein, aber der Vollständigkeit halber. So. Dann ist das schon mal gut. Jetzt ist die Frage, müssen wir streichen oder gibt es Tapeten? Es gibt, glaube ich, keine Tapeten, ne? Doch, es gibt Tapeten. Und eine Tastatur. Nein, nein und nein. Nee, dann ist doof. Dann würde ich sagen, streichen wir die Wände einfach. Was passt denn gut zu einem Wohnzimmer? Boah, ich habe da keine Ahnung von. Ich sage, ich bin mehr so der Typ. Wände weiß, alles tutti. Aber es sollte sich schon so ein bisschen zum zur Küche abheben, ne? Es sollte sich schon von der Küche abheben. Also weiß wäre da ungeil. Eigentlich ist das Blau hier ganz schön, ne? Das können wir eigentlich nehmen, würde ich sagen. Außer es gibt andere Vorschläge, dann immer her damit. So, wir haben hier königliches Blau und Indigo und Spitzengenuss. Und schläfriges Blau. Wohnzimmer, Entspannung. Würde ich so ein schläfriges Blau nehmen. Mache ich auch mal. Und dann wollen wir mal einen rumpinseln hier. Geht das? Warte. Gucken mal. Ich denke, das geht, oder? Das kann man machen, würde ich sagen. Muck wie mal weiter hier. Weil so ein Blau auch gut für ein Schlafzimmer wäre eigentlich, ne? Eigentlich. Aber geht, glaube ich, auch fürs Wohnzimmer. Beziehungsweise für den Wohnbereich der Wohn-Essküche. Ja, ich bin Einrichtungsprofi. Aber nur vom Hobby her. Oder vom Hobby her, so sagt man das ja heutzutage. Da sagen ja die coolen Kids. Gut, dass ich nicht dazu gehöre. Will ich auch gar nicht. Bei der Sprache, Alter, vielen Dank, kann ich darauf verzichten. Zack. Ich würde sagen, das geht, oder? Blau geht doch immer. Ist gut in Blau. Ja, hebt sich gut ab. Kann man machen. So, da muss auch noch eine Tür rein. Theoretisch hätten wir auch Teppich reinlegen können, aber von Teppich halte ich nicht allzu viel. Darum müssen wir mal schauen, wie wir dann den Boden nachher hier im Flur machen und im Schlafzimmer. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben noch Kohle ohne Ende hier. Wir haben ein Haus gekauft und nochmal bisher noch gar nicht so viel investiert, ne, an Geld. Geht alles noch. Ist alles noch im Rahmen. Wie muss ich eigentlich noch streichen, bis ich mehr Wände streichen kann? Ich guck mal eben. Fliesenleger, Verputzer, bauen, mehr streichen. Streiche zwei Wände zeitgleich. Aha. Und wie? Wie mache ich das denn? Weil bisher ist das nur eine Wand. Werkzeug benutzen. Wie mache ich denn zwei Wände gleichzeitig streichen? Kann man das mal jemand sagen? Ich habe das geskillt. Streiche zwei Wände zeitgleich. Wie mache ich das? Kann man das mal jemand verraten? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich dachte irgendwie, das geht automatisch. Hm.
Weil es erklärt sich mir auch nicht. Also wie genau funktioniert das? Weil es wird nur eine Wand markiert. Und ich habe überhaupt keinen Plan von der Steuerung, weil die ist irgendwie gar nicht erklärt. Oder? Veränderungen, Ausgang, Einstellungen. Oh, ich kann auch mein Büro versetzen, geil. Aber wenn ich in die Einstellung gehe, ich habe hier nur Maus. Bei Steuerung habe ich nur Maus. Wie kann ich denn zwei Wände gleichzeitig streichen? Kann mir das jemand verraten? Ich frage nur mal. Weil ich weiß nicht wie. Er macht es ja offensichtlich auch nicht von alleine. Und ich habe keine Ahnung, wie mache ich das? Vielleicht mit Shift? Nee. Okay, mit Alt mache ich die Maus. Aber wie mache ich denn... Wie streiche ich zwei Wände gleichzeitig? Weiß das jemand? Hallo, ich bräuchte Hilfe. Weil das wäre natürlich viel effektiver, oder... Ach, macht... Hä? Doch, das sind noch zwei, oder nicht? Oder sind das schon zwei? Sind das schon zwei? Sieht für mich aus wie eine Bahn. Können auch schon zwei sein. Dann bin ich tatsächlich ein bisschen doof. Man weiß es nicht. Boah, nee, vorher war das eine und das eine. Das ist jetzt immer noch jeweils eine. Also auch nicht wirklich schneller. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, bin ich zu blöd für. Höchstwahrscheinlich. Ja doch, das ist nur eine. Weil vorher hat er hier zwei markiert. Das sind jetzt quasi zwei nebeneinander. Das ist aber bei den Fenstern hier normal. Und das ist jetzt nur eine. Kann sein, dass das noch nicht funktioniert. Weil irgendwie sind die auch noch immer heftig am Nachpatchen. Soweit ich weiß. Da kann natürlich sein, dass das noch nicht so richtig funktioniert. Wenn es jemand weiß, bitte schreiben. Vielen Dank. Ich weiß es nämlich nicht. Das kann ich auch zugeben. Oder ich google das gleich mal. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Ich wollte eigentlich eine Pause machen. Vor einer Stunde. Läuft bei mir mit Pause machen auf jeden Fall. Ist ja... Alter, ist schon 3 Uhr. Ach du dicke Scheiße. Hä, wann habe ich denn angefangen? Um 11? Na, ein bisschen. Ja, sogar noch vor 11. Echt, Alter. Krass, wie die Zeit vergeht. So, reicht das noch für eine Bahn? Jo. Geil. Da nicht mehr. So, kann ich das Ding jetzt verkaufen? Ne, einfach nur entfernen. Und dann brauche ich nochmal Farbe. 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 Zack. Ich weiß aber nicht, wie das... Ich muss das gleich mal ausprobieren, mit zwei Wände gleichzeitig streichen. Also googeln, ne? Habe ich gerade googeln oder ausprobieren gesagt? Ich habe mir selber nicht zugehört. Das passiert öfter. Ich labere nämlich sehr viel Müll nebenbei. Die Herren auf der linken Seite, die Interessenten an dem Haus, die sind doch einstweilen sehr ruhig. Tatsächlicherweise. Die sagen gar nichts, die interessieren es überhaupt nicht. Also anscheinend ist denen egal, wie das Haus hier aussieht. Wichtig ist für die anscheinend nur die Innenausstattung, würde ich sagen. So, neue Fähigkeit. So, pass auf. 1, 2, 3, 4 Wände sind das hier. So, jetzt müssten wir drei zeitgleich streichen können. Das sind immer noch 4. Eins.
Wie genau funktioniert das jetzt mit dem Zeitgleichstreichen? Das würde ich sehr gerne wissen. Ich muss das gleich mal googeln. Vorher gebe ich mich nicht zufrieden. Und warum kann man keine Decken streichen? Das ist doch dämlich. Ach so. Ah, alles klar. Gedrückt halten und rüberziehen. Gut, dass das Spiel einem das nicht erklärt. Das ist sehr toll. So, einmal Farbe erstmal hier hin. So, damit hätten wir das Wohnzimmer. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir das einrichten. Das ist nämlich hier sehr klein. Hier. Also es wird nicht reichen. Also hier würde ich einen kleinen Fernseher hinstellen. Alter, das Haus ist mega klein. Wie soll man hier ein Wohnzimmer reinquetschen? Wenn das hier eine Wohn- und Essküche sein soll. Das heißt, du hast hier eine Küche, einen Essbereich und ein Wohnzimmer quasi mit drin. Und ein Wohnzimmer beinhaltet vorzugsweise immer ein Sofa. Gucken wir mal, was gibt es denn so für Sofen? Sofas. Ein Sessel würde reichen, aber dann kann man keinen Besuch empfangen. Also sollte schon mindestens ein Zweisitzer sein. Oder man nimmt das Schlafzimmer und macht da... ein Wohnzimmer drauf. Das, ich glaube, das machen wir eher, ne? Und dann nehmen wir hier einfach nur einen Essbereich. Das heißt, wir brauchen einen Tisch. Tisch, Tisch, Tisch. Hier einen schönen Esstisch, Kaffeetisch, klassischer Esstisch. Das ist ein Wohnzimmertisch. Es gibt nur klassische Esstische, oder was? Hier ist noch so ein Esstisch. Einfacher Tisch. Tischlim. Schwarz und schwarz. Kaufen. Und so, einmal drehen. Den stellen wir hier schön in die Ecke. So. Dann brauchen wir Stühle. Ja, hier. Ganz stinknormale Stühle. Ingolf. Mhm. Lange Fußbank, okay. 46, 44, 36. Die sieht ganz nice aus. Sieht aus wie ein Schaukelstuhl, Alter. Oder so ein Schlitten. Ein. Dann noch ein. Zack. Oder eventuell kriegen wir doch einen Fernseher an der Wand gehämmert. TV-Hi-Fi. Kaffeemaschine. Aha. Lautsprecher, Standard, Monitor, HD-Monitor, Fernseher, hängender Fernseher, hier. Huch, hallo. Passt hier natürlich genau nicht hin. Hier unten. Falsch rum. Aber hier unten kurz vom Boden ist auch irgendwie... Notlonely.com, ne, das ist irgendwie doof. Hier sind überall Fenster im Weg. Haben wir denn hier Platz für einen Fernseher? Hier, ja. Hier eher nicht so. War schon mal nicht so geil. Mikrowelle, Monitor. HD-Monitor für einen Rechner. Was mit dem hier? Den können wir nicht auf den... Ne, ist doof. Okay, kein Fernseher. Gibt es Geschirr oder sowas? Sonstige Stühle, Survival-Teppiche, Tische. Vorhänge könnten wir noch machen. Ausstattung ist nur das. Bodenfliesen, Deckenlampen, Farben, Fotos und Bilder. Gips.
Haushaltswaren. Eine Waschmaschine wäre auch gut. Aber die müsste man irgendwo anklemmen. Ich glaube, für die haben wir ja keinen Platz, ne? Küche, Laminat und Innenausstattung. Ist nur Teppich. Lampen, Paneele. Für die Wände. Pflanzen. Zack. Nee, das geht in die Wand rein. Auch nicht. So, hier hin. Eine Pflanze. Ich wollte sagen, ist die Herd verbeult. Können wir zufällig vielleicht auch eine Pflanze aufs Fenster stellen. Was Kleines. Tüpfel fahren. Die. Nee, die ist ein bisschen groß. Würde gehen, aber die ist zu groß, wie ich finde. Wie ist damit? Blumentopf. Nee. In Himmelblau. Ja, das geht. Das ist schön. So, hier, zack. Wir müssen aber echt klein sein, oder? Wir können ja gerade so aus dem Fenster rausgucken. Aber wir sind echt winzig. So, muss hier noch irgendwas rein? Ich meine, hier ist Heizung. Ein Hängeschrank wäre schön. Vielleicht. Schränke. Gibt es hier Hängeschränke? Büro. Nachttisch. TV-Schrank. Schuhschrank mit Kleiderständer. Aha. Entschuldigung. Stoffschrank. Modernes Hängeregal. Passt hier irgendwo hin? Wir haben einfach keinen Platz für nichts, haben wir hier. Einfach keinen Platz. Alter, wie groß sind die denn? Okay, dann geht hier nicht mehr rein. Dann brauchen wir jetzt noch eine kleine Küchenzeile. Küche. Dann können wir doch das Eckding hier nehmen, ne? Ne, gar nicht mehr. Wir brauchen erstmal einen Kühlschrank. Kühlus Mac Schrankus. Was ist mit dem Ding hier? Wie groß ist der? Hier ist ein Herd mit bei, ne? Hallo? Da ist, glaube ich, ein Herd mit bei, ne? Küchenset mit Herd. Ja. Brauchen wir eigentlich nicht. So eine Einbauküche. Dann Haushaltswaren. Kühlschrank mit zwei Türen ist unnötig. Kühlschrank Mono. Kühlschrank 01. Hier so ein billiges Ding. In. Nee, nicht in Stahl, in Schwarz. Und Schwarz. Zack. Kaufen. So. Und jetzt die Küchenzeile. Die war hier unten. Fangen wir mit dem an. Schwarz
Und Schatz, zack. Weil rein theoretisch brauchen wir so ein Eckding nicht mehr dafür, ne? Sondern den. Ich mag schwarz. Ich weiß nicht warum, aber in der Küche schwarz ist auch ganz geil eigentlich. So, und einen Spülschrank. Den. Schwarz, schwarz und schwarz kaufen. Zack, und dann passt hier auch noch ein Schränkchen rein. Ach hier, drei Länder. Eine Schublade nehmen wir mal. Schwarz, und dann ist die Küche auch gleich fertig. Und schwarz, zack. Oh, hier passt sogar was Breiteres noch rein. Oha. Und so ein doppeltüriger. Aber was mit Schublade wäre auch geil, ne? Passt der denn? Warte. Warte. Zu wenig Platz? Wieso? Was ist da? Was denn, wegen der Steckdose oder was, willst du mich jetzt verarschen? Jetzt habe ich mich selber eingebaut. Ja, ist ja toll. Mhm. Wegen der Steckdose. Kann ich die entfernen? Kann ich nicht. Das ist ja blöd. Finde ich so cool. So passt das. Auch, ja, ne? Der ist da. Und der ist ein Stück da drüber. Jo, das passt auch. So, dann haben wir hier. So, wie wär's denn jetzt noch mit einer Mikrowelle? Eine Mikrowelle ist ja lebensnotwendig, ne? Haushaltswaren. Mikrowelle. Hä? Wo, hier war doch irgendwo. Gab's hier doch Mikrowelle. Warte mal. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo die war. Huch, MK. Wieso ist eigentlich Caps Lock an? Ist auch keine Sono, ne? Mikrowelle. Kaufen. Kann ich die da oben raufstellen? Also hier wird die hinpassen. Und da oben leider nicht. Wahrscheinlich, weil ich da gerade nicht raufgucken kann. Schade. Bei uns steht die Mikrowelle auch da oben drauf. Sehr doof. Haben wir die halt auf dem Tisch stehen, ist ja auch egal, ne? Hauptsache, was da stehen. So, haben wir jetzt noch irgendwie einen kleinen Hängeschrank. Moderner Hängeschrank. Küchenset. Und hier eine Kochnische, Küchenschrank, hier Schrank mit hängenden Regalen. In Schwarz. Zack. Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe hängt man das denn auf, so dass man da noch rankommt, ne?
Was für ein künstlerisches Regal. Ich kriege hier nicht alle meine Dokumente unter. Alle unsere Bücher und... Es müsste genügend Platz für einen Teil meiner Bücher geben. Okay, also noch ein so ein Ding. Gar kein Problem. Mache ich euch. Rein theoretisch. Ich werde Platz haben, um meine Sachen zu verstauen. Rein theoretisch könnte hier auch noch einer hin. Weil ich habe festgestellt, Platz kann man nie genug haben. Tatsächlicherweise. Zack. So, draußen können wir eh nichts machen, ne? Können wir auch die Tür hier zumachen. Schließen. Licht aus. Und dann müsste hier noch eine Lampe hin. Lampen. Ne, müssen wir, glaube ich, Deckenlampen nehmen, ne? Oder eine Wandlampe. Wandlampe. Hier. Schöne Laterne, die ich nicht draußen hinbauen kann, ne? Dunkler Stahl. Für Jungs. I. Ach so, Bananenpunkte. I. Weiß. Zack. Warum passt die nicht? An der Wand ist zu wenig Platz. Ja, leise, Alter. Die jetzt von dem auch betätigt? Ja. Ist okay, müsste aber reichen als Beleuchtung, ne? So, damit wäre dann die Küche. Das Badezimmer ist fertig. Ein paar Vorhänge vielleicht noch. Vorhänge und Jalousien. Wo waren die denn? Da unten. Alter, ich bin hier voll in meinem Element. War voll in meinem Element. Schmaler Vorhang zum Einbauen. Schmaler Vorhang zum Einbauen. Kurz. Der sieht doch schön aus. Nö, kein Blau. Was passt denn zur Küche? Himmelblau. Nee. Eigentlich weiß, ne? So ein stumpfes Weiß. Für Jungs Himmelblau, rote Seide, goldene Blumen, graue Blumen, Karo. Igitt. Nein. Nein. Im Leben nicht. Aha, passt da nicht hin. Da aber. Aber hier nicht. Na, das ist doch nicht wahr. Es passt einfach alles nicht hin. Nee, schau dir sie zum Einbauen. Die passt da hin. Dann kriegt die Küche eine Jalousie. So. Und fertig. Und dann noch ein paar schöne Vorhänge. Breiter Vorhang zum Einbauen. Kurz. Hier den. Grasgrün. Dahin. Montieren. Zack. Schrauben rein. Das läuft hier, ey, unser erstes Haus. Theoretisch könnten wir unser Büro hierhin verlagern. Will ich aber gar nicht. Passt da auch noch ein Vorhang hin? Nein. Nein. Hier passt noch einer hin. Sieht zwar auch ein bisschen blöd aus dann, wenn du nur zwei Vorhänge hast. Der hier kann aufbleiben und hier können wir eigentlich auch eine Jalousie machen. Eine geschlossene. Warum kann man denn bei der Jalousie nicht selber auf und zu machen, das Ding? Das wäre viel geiler eigentlich.
meiner Meinung nach. Aber hier bin ich schon. So, und das eine Fenster bleibt einfach so. Und damit wäre dann der Wohn- und oder der Koch- und Essbereich wäre dann fertig. Für den Wohnbereich hat es hier leider nicht gereicht. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Hier, die Tür erstmal zu. Genau, da müsste ich... Ach, hier muss auch noch eine Tür rein, ne? Ich erinnere mich. Theoretisch können wir es auch offen lassen, ne? Weil wir haben ja ein Stück. Da müssen wir nochmal streichen. Das waren die Dinger. Die hier. So, und jetzt ist die Frage, wie machen wir den Eingangsbereich? In welcher Farbe? Können wir gucken, was haben wir denn so? Wir können auch erstmal nach dem Boden gucken eigentlich. Boden, 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 Boden. Hier, Laminat. Fußbodenlaminat, braun. Braun für den Eingangsbereich ist, glaube ich, ganz geil, oder? Und dann müssen wir aber... Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen müssen. Jo, das geht auf jeden Fall. Dann bis hier. Und den lassen wir so. Und dann passt das. So, und jetzt ist die Frage, wie streichen wir die Wand? Rein theoretisch können wir auch... wie ist denn das jetzt? Paneele anbringen. Paket Laminat braun. Dunkler Ziegel zum Beispiel. Ist das Boden? Nee, das ist Wand. Oh, es ging aber schnell. Zack. Das geht ja ab hier, Alter. Geiler Scheiß. Streichen wird zwar schneller gehen. Aber man kann nicht alles haben. Dann müssen wir das aber auch damit machen. Fett durchrenoviert hier. Wir sind fast fertig. Wir sind fast fertig. Ich bin sehr gespannt, wie viel wir denn für die Hütte kriegen werden. Wäre übrigens angenehm, wenn man mehr in die Hand nehmen könnte. Das ist nur so ein bisschen scheiße immer. So, machen wir noch ein Paket. Zack. Ich bin sehr gespannt. Also wir werden später dann uns die Luxusvilla kaufen und die richtig fett durchrenovieren. Warum vermieten wir das hier nicht, Alter? Dann haben wir ein dauerhaftes Einkommen zusätzlich noch zu unseren Renovierungseinkommen. Wäre doch viel geiler, oder nicht? Wenn wir das vermieten würden. Was will denn das ältere Ehepaar hier, Alter? Die haben gar keinen Platz hier zum Wohnen. Oder wie viel Bett soll ich hier reinstellen? Ich meine, gut, das würde auch für zwei Leute gehen, ne? Küche ist groß genug. Mit Essbereich. Was ist das für ein Ding hier? Die Küche wäre ja groß genug. Man braucht ja nur ein Doppelbett, ne? Würde alles gehen. Und kohlentechnisch, oh, geht immer noch. Ach, das sind Kleiderhaken, ne? Das sind Kleiderhaken, wenn ich das richtig sehe. So. So. Haben wir jetzt eigentlich bald mal wieder Skillpunkte? Ich weiß gar nicht. Guck mal.
Ja, goldenes Händchen. Fliesenleger. 100% schneller. Schnelles Verputzen. Schnellere Montage. Mach mal den. Noch was bekommen? Nö. Gut. So, jetzt sind wir 100% schneller. Das heißt, es müsste quasi direkt dran sein. Ja. Ist nur ein bisschen nervig. Wäre auch schön, wenn man es hätte skillen können, dass er auch mehr in die Hand nimmt, ne? Das wäre auch noch ganz geil gewesen. Fertig? Ne, da ist noch einer. Der ist. Und jetzt haben wir aber alles. Sehr gut. Dann packen wir das mal an die Seite. Mit diesen Sachen. Das ist erstmal über. Vielleicht brauchen wir es ja nochmal. Zack. Die Tür ist braun. Die anderen sind schwarz. Dann möchte ich gerne, dass die anderen Türen auch schwarz sind. Diese Tür auch schwarz ist. Einmal in den Shop. Einmal Türen. Und Innentür schwarz. Das ist die schwarze, ne? Die dunkle, ja. So war das, ne? So, und jetzt haben wir nämlich nur noch diesen Raum hier über. Beziehungsweise hier könnte man rein theoretisch ein paar schöne Bilder an der Wand hängen oder sowas, ne? Aber das mit den Außenwänden, das finde ich nervig. Das ist so eine dicke Doppelwand, dass sie da einfach nichts von abreißen können. Kleiderhaken. Weiß ich nicht, ob ich die geil finden soll. Kann ich die loswerden? Nee. Die werden markiert, aber ich kann nichts mit denen machen. Nö. Gut, dann gucken wir mal. Und da sonstiges ist ja nichts in der Art. Ach hier, Gabel. Messer, Messerständer können wir rein theoretisch noch für die Küche holen. Zack. So, als Deko. Ein Tresor brauchen wir hier nicht. Ein Wasserkocher auch nicht. Ein Vasen auch nicht. Da haben wir noch einen Spiegel. Notizbuch mit Rezepten. Muss auch nicht sein. Haben wir Platz für einen Wäschekorb? Ich guck mal. Zack. Hier schön dem Scheißhaus. Passt auch. Hier ist irgendwas auf meinem Mauspad. Warte mal. Ach. Yummy-Abrieb von einem Haus. Die alte Maus, die. So, sonst noch was. Ich hätte gerne irgendwas zum an der Wand hängen. Hier so ein Spiegel zum Beispiel. Für den Eingangsbereich. Zack. Gibt es denn sowas wie ein Kleiderständer oder sowas? Schuhschrank mit Kleiderständer. Oh, wie groß wäre denn sowas? Kleiner Wasserkocher. Kleiner Tisch. Wie groß wäre das denn? Ich guck nochmal. Würde das hier reinpassen? Oh, das würde sogar hier reinpassen. Geil. Aber in einer anderen Farbe, bitte. So. Zack. Den bauen wir mal um. Und zwar hier hin. Siehst du, haben wir das auch.
So, und jetzt geht's hier los. So, hier könnte man rein theoretisch einen Teppich reinschmeißen. Hier ist auch noch Platz für eine Heizung. Dann machen wir erstmal die Heizung hier ran.